Es gibt Fette, Lipide, Fettsäuren oder fette Öle. Dann auch noch so abgefahrenes Zeug wie Isoprenoide oder Phospholipide. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was es mit Fett auf sich hat, solltet ihr auf jeden Fall dieses Video checken. Der Oberbegriff für den ganzen Kram ist Lipide. Grundsätzlich kann man Lipide erstmal in verschiedene Gruppen einteilen. Hier die wichtigsten: Fettsäuren, Fette und fette Öle, Wachse, Phospholipide, Sphingolipide und Isoprenoide. Mittlerweile habt ihr ja schon ein bisschen was über Biomoleküle erfahren und wisst, dass Kohlenhydrate aus Einfachzuckern zusammengesetzt sind und dass Eiweiße aus Aminosäureketten bestehen. Bei den Bausteinen von Fetten spricht man von Fettsäuren. Wenn man das Wort Fett hört, denkt man meistens zuerst an die Fette in der Nahrung. Die werden genutzt, um Energie für den Körper und seine Funktion zu gewinnen. Im Kohlenhydratvideo habt ihr ja auch schon gehört, dass auch Kohlenhydrate in Fette umgewandelt werden können und dann im Fettgewebe eingelagert werden. Genauer gesagt sind es die Triglyceride, auch Neutralfette genannt, die da gespeichert werden. Die bestehen aus einem Glycerin und drei Fettsäuren. Die werden nämlich tropfenweise ins Unterhautfettgewebe bzw. die Fettzellen gesteckt. Wozu? Erstmal zur Isolierung gegen Temperaturen, aber auch als mechanischen Schutz. Fett ist also ein krasser Langzeitenergiespeicher. Das heißt, dicke Menschen haben einfach viel Energie in ihrem Körper gespeichert. Sie haben also im Falle einer Hungerkatastrophe oder einer krassen Krankheit gut vorgesorgt und können auf Reserven zurückgreifen. Wachse bestehen hauptsächlich aus einer bestimmten Art von Fettsäuren, den Wachssäuren. Sie können tierisch wie der Bienenwachs, aber auch pflanzlich sein wie der Karnauberwachs. Lipide findet man aber auch woanders im Körper, zum Beispiel in der Zellmembran. Ihr erinnert euch, die ist ja eine Doppellipidschicht. Lipide sind nämlich Fette, da war doch was. Man findet hier die Phospholipide, die an einem Ende hydrophil und am anderen Ende hydrophob sind. Das ermöglicht ihnen, im Körper Membranen zu formen, indem sie sich zu Doppellipidschichten zusammenlagern. So gut wie jede Zellmembran besteht aus so einer Doppellipidschicht. Die Phospholipide können sich aber auch anders zusammenlagern und Liposome oder Mizellen bilden. Das sind kleine Lipidtropfen oder hohle Kugeln, die zu Transportzwecken genutzt werden. Denkt einfach an das Salatdressing, wo sich das Öl nervigerweise nicht mit der restlichen Flüssigkeit vermischen lässt, sondern einzelne Tropfen bildet. Sphingolipide spielen für die Vermittlung von Signalen und bei der Zellinteraktion eine Rolle. Sie befinden sich auch in der Zellmembran. Lipide können aber auch als Signalmoleküle fungieren, also als Hormone in Form von Steroiden. Cortisol, ein Steroidhormon, regelt zum Beispiel den abbauenden Stoffwechsel hoch und das Immunsystem runter. Auch Cholesterol ist ein Isoprenoid. Die Geschlechtshormone, also die Androgene beim Mann und die Östrogene bei der Frau, gehören ebenso zu dieser Klasse und werden aus Cholesterol hergestellt. Wir gucken nochmal ein bisschen genauer auf unsere Nahrung. Im Vergleich zu Kohlenhydraten und Proteinen hat Fett eine ziemlich hohe Energiedichte. Das heißt in Kilokalorien pro Gramm, Fette haben den Brennwert 9,3, Proteine 4,1 und Kohlenhydrate 4. Fette sind also mehr als doppelt so energiereich. Das liegt jetzt alles etwas schwer im Magen, daher nochmal kurz das Wichtigste zu den Lipiden. Also, wir hatten gesagt, es gibt Fettsäuren, Fette und fette Öle, Wachse, Phospholipide, Sphingolipide und Isoprenoide. Die erfüllen jeweils unterschiedliche Aufgaben und sind anders aufgebaut. Fette sind im Vergleich zu Kohlenhydraten und Proteinen mit 9,1 Kalorien pro Gramm die energiereichste Form der Nahrung. Mehr zu dem Thema findet ihr in den anderen Videos von uns. Einfach reinklicken, bis gleich dort.